Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zum vierten Teil von Altis Live. Ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Und zwar sind wir hier auf dem neuen Server, wieder mal. Und damit mir das nicht noch öfters passiert, habe ich mir überlegt, auf was für einen Server gehst du? Wo gehst du hin? Und ich habe also tatsächlich einen gefunden, der eine Whitelist hat. Also sprich, der mit verschlüsselt ist, auf den ich nur mit einem Passwort joinen kann, so rum heißt es. Genau, ich habe endlich einen gefunden, habe auch das mit, habe da nachgefragt, ob das klar geht, ob ich das machen kann und so weiter und so fort. Und es war auch in Ordnung. Wollte dann hier anfangen und wollte quasi auf den Spielstand kommen, den wir auf dem anderen Server haben, wo wir dann so schon langsam im Kupferbereich waren. Aber das gelingt mir nicht wirklich. Also, hier wird geschossen. Und da ist gerade einer getötet worden. Und komischerweise, dieses Getötete habe ich auch hinter mir. Und zwar vor gar nicht allzu langer Zeit. Ist jetzt vielleicht 10 Minuten her. Und ich habe jetzt beschlossen, ja, wenn ich schon hier solche Stories durchmache, dann muss ich das ja eigentlich nicht so machen, dass ich das quasi hier im Verborgenen tue, sondern, ja, oh Gott, wo war er? Hier ist doch irgendwo einer, da unten läuft einer. Und der läuft ganz offensichtlich von irgendwas weg. Ich will jetzt mal einen Bankautomat haben, denn ich muss mir Lockpicks kaufen. Lockpicks, habe ich mittlerweile rausgefunden, sind dafür da, der oder der? Ich nehme den Bankautomaten bei der Polizei. Da haben wir vielleicht ein bisschen Ruhe, wer weiß. Lockpicks sind dafür da, Autos zu knacken. Genau. Jetzt, wie gesagt, bin ich eben kaltblütig hinterrücks erschossen worden. Ne? Kaltblütig hinterrücks erschossen worden. Von irgend so einem, keine Ahnung, wer es war. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, ich habe mich über TeamSpeak mit den örtlichen Sicherheitskräften in Verbindung gesetzt und erfahren, dass ich eventuell durch einen Querschläger getötet wurde, der, weil da oben war eine Schießerei. Ne? Das war beim Händler für die Autos, beim Autohändler. Dort war eine Schießerei und ich wäre durch einen Querschläger getötet worden. Hm? Gut, okay. Ihr seht, ich habe 18.000 auf der Bank, weil ich, wie gesagt, schon mal ein bisschen Geld ranschaffen wollte. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob ich hier viel mitnehmen sollte, denn, ja. Wenn ich Glück habe, steht mein Quad noch da. Ich nehme mal, ich weiß gar nicht, was diese Lockpicks gekostet haben. Ich habe auch keine Night-Googles mehr. Lockpicks gibt es aber, glaube ich, beim Market und Night-Googles gibt es hier hinten beim Equipment-Händler, bei diesem, ja, anderen Händler. Ich nehme mal mit 2000 für die Night. 5. Ich nehme mal 8000 mit. Withdraw. Und würde sagen, wir gehen als allererst. Hier wird geschossen. Das kann doch alles nicht sein. Ja, gut. Wir gehen erstmal zum Einkaufszentrum und holen uns diese Night Goggles da. Also diese abbrechen. Das ist Nachtsichtgerät. Und dann sehen wir mal weiter, inwieweit wir, ja. Inwieweit wir da jetzt weiterkommen. Lockpicks deswegen, weil mein Quad nach meinem Tod natürlich da am Marktplatz steht. Komm bitte hier hoch. Komm bitte hier hoch, Fenris. Und an diesem Marktplatz
stand zu dieser gleichen Zeit auch ein Polizist und der wurde beschossen und durch diesen Beschuss hätte ich einen Querschläger abbekommen. Gut, mag sein, wie es ist, aber dieser Polizist sagte mir, ich sollte mir Lockpicks besorgen, also sprich einen Dietrich, um meinen Quad zu knacken. Und dann könnte ich in Polizeiaufsicht quasi meinen Quad wieder knacken und dann hat man ganz offensichtlich auch wieder einen Schlüssel. Und ich hätte wieder ein Fahrzeug. Was wir dann machen, weiß ich noch nicht wirklich. Wird sich aber rausstellen, es ist schon was in Planung eventuell. Kann ich hier? Okay, danke. Es ist schon was in Planung eventuell. Denn ein Bekannter ist zum Fischen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht fahren wir erstmal fischen. Aber wir müssen erstmal gucken, wie das hier jetzt weitergeht. Beziehungsweise muss ich mir erstmal hier ein Nachtsichtgerät kaufen, damit ich überhaupt was sehe. Ich sehe noch nicht mal, wo es das Nachtsichtgerät gibt. Könnt ihr mal sehen, wie wenig ich sehe hier. Oh, eben wird's hell. Ich glaube, da kommt einer mit dem Auto reingefahren jetzt gerade. Da kaufe ich mir einen Rucksack noch. Und was brauche ich noch? Brauche ich noch irgendwas zum Angeln? Nö. Scheinbar nicht. Gut, lass mich mal gerade gucken, wie viel ich hier noch habe. 2400 noch. Und schon ist er wieder weg, der Kollege. Schönen guten Tag. Aber eben nicht, ne? Wollte nicht. So, gut, wo sind wir? Autos, Autos, Autos. Sie haben so schöne rote Pickups. Guck dir das an. Fahrt mich bitte nicht über den Haufen, Kollegen. Fahrt mich bitte nicht über den Haufen. Wo wollte ich eigentlich hin? Ich wollte als nächstes zum Markt. Genau. Jetzt brauchen wir das Nachtsichtgerät nicht mehr, weil gerade die Sonne aufgeht. Super, ehrlich. Wenn's läuft, läuft's richtig. So, dann laufen wir zurück fix zum Markt und holen uns ein Lockpick, damit wir an unser Quad wieder drankommen. Ich hoffe, dass diese Sergeant noch irgendwie da auf dem Marktplatz steht oder vielleicht ist auch seine Schicht schon rum. Ich weiß es nicht. Das werden wir gleich sehen. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hier muss ich... Oder kann ich hier durch? Ja, ich glaube, ich kann hier durch. Genau. Na, da sind wir doch schon fast da. Ist doch cool. Ja, die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. Jetzt wird's. Jetzt wird's. So, dann hole ich mir mal so ein Lockpick bei Item. Zudem hole ich mir nochmal, weil es ja eh schon wieder 2 Flaschen Wasser, 2-mal Rabbit Meat. Den Rest lasse ich erstmal weg, denn ich bin mir nicht sicher, das ist immer so eine Sache, was über einen Lockout gespeichert wird scheinbar hier. Also das ist nicht so... Ich bin hier noch nicht ganz sicher, jetzt bin ich gestorben, ist klar. Also von daher kann sein, dass dann sowieso alles weg ist. Also zumindest alles, was wir dabei hatten. Aber, ja, ansonsten, auf dem anderen Server war es immer weg. Also ich hatte zwar noch mein Auto beim letzten Mal, wo ich eingeloggt hatte. Und hatte auch noch mein Nachtsichtgerät. Übrigens, zack. Sync Data, please. Danke. Close. Hatte auch noch mein Nachtsichtgerät und so weiter und so fort. Alles da, aber kein Geld mehr. Die Items, die ich im Inventar hatte, beziehungsweise
Die Items, die im Auto waren, war alles weg. Die Polizei ist weg, oder was? Ist nicht mehr da, oder was? Schade eigentlich. Mein Quatsch steht da hinten. Ich versuche jetzt gleich den Polizisten mal zu erreichen. Da komme ich ja nicht mehr dran, ne? Ne. Logisch. Z. Cellphone. Dann müsste ich hier an den, wie hieß er denn noch gleich? Ich gehe mal davon aus, dass er hier den gleichen Namen hat wie im Teamspeak. Puh, sing. Wie hieß er? Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich es lese... Nee. Jetzt habe ich schon alle durch und ich habe es immer noch nicht gelesen. Toxic sucht er. Nein, 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 nein. Schlau? Hallo. Was ist denn? Was ist los? Ja, könntest du mich bitte mal schnell wohin fahren? Nicht weit weg. Leider nicht. Ich bin hier getötet worden und warte auf die Polizei, die mir erlaubt, mein eigenes Fahrzeug zu knacken. Aber ich soll das nicht machen, wenn er nicht da ist. Ach, was für ein Blick hat der. Das Leben ist nicht leicht hier, Kollege. Alles klar, okay, dann trotzdem Dankeschön. Ja, es ist immer so, nach der Wiederauferstehung, weißt du, ist mir immer ein bisschen down. Ja. Ja, meinst du, die Polizei, die hat aber auch die hat Zeit ohne Ende hier, das gibt's doch gar nicht. Ich sitze hier rum und ärgere mich, das kann auch nicht sein. Ja, Mann, da brauchst du die mal, weißt du. Ja, fährst du mit 35 über die Landstraße und dann auf einmal kommen die, stehen die in der Ecke. Verstehst du? Hier sitzt du und wartest du und komm. Das ist doch kacke. Scheiße. Ja. Naja, hier. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich würde dich echt fahren, aber leider, ich komme ja selber nicht dran. Ich will ja jetzt okay, auch nicht unter die Autoknacker gehen, ne? Wenn ich es mir jetzt knack und dann bin ich Autoknacker. Hab mein eigenes Fahrzeug geknackt hier. Ist doch scheiße. Nee, ja, muss scheiße. Sein. Polizei! Mal wenigstens das Grundeinkommen läuft hier. Und? Fahrzeughändler, was sagst du dazu? Sag doch mal was. Das meldet sich auch niemand, das gibt's doch nicht. Mach langsam hier, mach langsam dahin. Hat von euch jemand die Polizei gesehen? Ich warte hier auf die Polizei. Wieso kommt die nicht? Gibt's doch gar nicht. Wie bitte? Ich hab dich gerade nicht verstanden. Hast du irgendwo die Polizei gesehen? Ich suche die Polizei. Ich warte auf die Polizei. Die wollten kommen hier. Das ist mein Quatsch. Bin eben hier umgebracht worden. Ja, jetzt kann ich's mir nicht nehmen, weil mein Schlüssel weg ist. Ich soll... Nee, hab ich nicht gesehen. Das gibt's doch gar nicht, wenn man so mal braucht hier. Fährst du mit 35 über die Landstraße, wirst du geblitzt, verstehst du? Und hier? Ich sitz hier schon eine halbe Stunde. Ja, dann kommen sie nicht. Ja, jeden Bullen hier auf dem Server angesprochen. Lese alle angeschrieben. Kommen nicht. Gibt's auch gar nicht. So Runde. Naja. Moin, Home. Alles im grünen Bereich. Bist du da gefesselt, oder? Nein, ich bin nicht gefesselt. Hallo? Ich sitze hier einfach nur rum. Ich warte hier. Ich stehe mir doch die Beine im Bauch da die ganze Zeit. Nee. Der Polizist hat gesagt, hol dir ein Lockpick und komm hierher. Ich stehe hier und warte auf dich. Und? Was hat er gemacht?
Feierabend. Das gibt's doch nicht. Wenn wir die Polizei mal brauchen, ist es dann Wahnsinn. No, ich muss mich mal auf legale Missionen begeben. Ja, ist klar, ist klar. Yeah, viel Spaß, ne? Und viel Glück beim Äpfelpflücken. Lass dich nicht erwischen. Und viel Spaß beim Warten. Ja, ich warte noch einen Moment hier. Ich werde gleich verrückt. Ich habe einen dritten, vierten Bullen schon angeschrieben. Das gibt's doch alles gar nicht. Polizei! Hi, ich habe hier Polizist schon mal angeschrieben. Bist du auch im Spielflächen? Ich bin derjenige mit dem Quad. Ich stehe da an meinem Quad mit meinem Lockpick und warte. Du hast gesagt, ich soll da hinkommen. Ja? Ja? Ja gut, das weiß ich, wie ich das ausführe. Aber wer nimmt mich denn dann von der Autoknackerliste? Das hätte ich schon längst mal gesagt. Das wäre schön. Alles klar, ich bin da wieder im Spiel. Alles klar. Danke. So, und jetzt sollte es auch gleich soweit sein, beziehungsweise es ist jetzt einfach soweit. Ich werde jetzt das Quad knacken, denn dieser Kollege Plechi, so wie er heißt, ne, der sollte ja eigentlich hier warten mit seinem Polizeiauto, aber das tut er nicht. Der ist schon wieder als Zivilist unterwegs. Und ich sollte jetzt da dran gehen und er würde Bescheid sagen. Ich bin mal gespannt. Das ist immer so eine Sache, ne? Das ist immer so eine Sache. You can only lockpick cars. Ich glaube es nicht. Ich glaube das jetzt nicht. Lockpick? Use. Ah, doch. Ah, jetzt kommt irgendjemand vorbei und beschuldigt mich, das Auto geknackt zu haben. Pass auf. User joined your channel. Also, Kumax, ich will es ganz gerade nicht sprechen, ist kein Problem. Falls sie dich doch irgendwie anhalten sollten wegen irgendwas, sag Bescheid, dass es von Blechi alles geregelt ist. Ich habe ihnen jetzt gesagt, dass sie sich direkt von der Wanted-Liste löschen. Okay, alles klar. Ich, bis denn. Danke dir. User left your channel. Blöderweise bin ich aber da nicht in den Channel in TeamSpeak. Das ist alles ein bisschen verwirrt. Das ist zu viel für mich. Ich bin doch... Ich kann nicht mehr. So, ja, gut, jetzt können wir auch wieder. Wieso? Hockt der jetzt hier und geht nicht mehr? Hallo? Steh doch mal auf. Ah, gut, okay. Dann würde ich sagen, mach mal... Hey! Hier geht aber nichts. Glaubst du? Hier geht nichts. Kann auch fehlbrechen. Also kann es passieren, dass du 2-3 Lockpicks dafür brauchst. Okay. Wenn das geklappt hat, steht dann meistens da, you have added a new key. Und wenn es fehlschlägt, steht dann immer auf dem Bildschirm, your lockpick is broken. Ah, alles klar. Sorry, dass ich dich gestört habe. Ich werde dich jetzt nicht mehr stören. Ich hole mir die Dinge jetzt. Das ist kein Problem, dazu bin ich da. Ich hole mir die Dinge jetzt und dann werde ich es nochmal probieren. Alles klar, danke dir. Okay, und wie gesagt, falls sich doch die Polizei anhalten soll, die haben dich noch nicht gelöscht, sagst du einfach, verweist die einfach an mich. Ja, das würde ich dann sowieso tun, ja. Okay. <so. lacht> Alles klar, danke dir. Viel Spaß dir noch. Hey, tschüss. Komm, nimm jetzt einen Lockpick. Zwei Stück. Und dann wird's wohl hinhauen und wieder zurück zum Autohändler. Lockpick broke. Super. Erste Lockpick broke. Vielleicht klappt das zweite. Na gut. Alles klar, ich hab's geschafft. Jetzt fahren wir mal. Ja, wo fahren wir hin? An die Bootsanlegestelle. Hier fahren wir hin. Hier oben.
bin ich mal gespannt, ob ich meinen Kollegen und alten Schwerenöter Zerlix treffe. Und eventuell mit ihm noch ein bisschen fischen gehe für den Rest vom Tag. Ja, wäre schön. So. So. Nee, der Bootsanleger ist wohl da unten. Da hinten ist ein Schiff. Da hinten ist ein Boot. Ich glaube, ich fahre mal unten ran. Ist vielleicht besser. Na komm. Ist er das oder ist er das nicht? Ich habe leider Gottes kein Fernglas. Somit kann ich es auch nicht sagen. Aber eins ist klar, wenn er da Fische fängt, verkauft er die ja nicht hier, sondern die verkauft er vorne am Fischmarkt. Okay, dann müssen wir am Fischmarkt fahren. Geht kein Weg dran vorbei wohl. Ist der Zwerg oder was? Moin Moin. Moin Moin. Ich glaube, das ist er nicht. Natürlich ist es. Und? Haben die Fische gefangen? Du siehst aus wie ein Froschmann. Ja. Hier. Gehst du noch mal fischen oder bin ich jetzt zu spät? Nee, ich hab so einen Tauchanzug schon und so. Tauchanzug? Nee. Brauchst du eigentlich auch nicht den Brief. Ich verkauf schnell ein paar Fische und ja. Ne? Komm gleich wieder. Da hast du keinen Rucksack. Doch. Ja, getaucht sind wir auch noch nicht, Freunde. Getaucht sind wir auch noch nicht. Gut. Was ist das denn? Was ist denn hier da, sag mal? Ja, Dropfishing net. Didn't catch any fish. Das ist wohl aber, wenn man tauchen geht und gezielt auf Thunfische geht. Weil da kriegst du einen Thunfisch, kriegst du für 150. Ach was. Okay. Also der gerade oben die den Sleep Perks ausgeraubt hat mit 1750 Dollar. Das war der Polizist, den ich angesprochen habe. Der Blechi. Ja.
Ja, ehrlich. Ich habe den aber dann nochmal angeschrieben, hat er gesagt, er ist gerade als Zivilist unterwegs. Aha. Und ist das jetzt schon ein größeres Boot oder ist das noch... Ist das jetzt schon ein größeres Boot oder ist das das kleinste? Das ist noch das kleinere. Ich hätte schon das Geld für das größere, aber ich weiß nicht, wo ich das wegstellen kann. Deswegen habe ich das noch nicht kapiert irgendwie. Also. Kann man das nicht abschließen oder was? Und ich weiß nicht, musst du das nicht auch in der Garage stellen oder irgendwie? Muss man die Autos überhaupt in der Garage stellen, wenn man permanente Autos kauft? Was sind denn jetzt zwischen bei und permanent bei? Ja, bei ist mieten und permanent bei ist kaufen. Und mieten ist nach dem Serverstart weg und kaufen nicht. Das Problem ist nur, du musst in die Garage fahren und musst es da abstellen, damit du es danach da wieder abholen kannst. Und das wird es sicherlich auch für die Schiffe geben, oder? Ja, am Boot. Ja, ganz sicher an der Bootanlegestelle. Hab ich probiert, also ich hab da nichts gefunden. Die Bootanlegestelle ist hinten bei den Booten. Es gibt einmal die Boote zum Kaufen und ja, die Bootanlegestelle. Ja, ist klar. Nur dahin geht halt nicht. Zum Abstellen. So, ich bin fertig, ja. Ja, das wäre mal gut zu wissen, ne? Was kostet das nächste dickere Schiff? Das Geld hätte ich dafür mittlerweile schon. Was kostet das? 32 oder 33.000. Ach, die grünen neuen, so viel habe ich noch nicht. Aber da werde ich mir erstmal einen Taucheranzug kaufen, ne? Ja, denke ich auch. Grün. Hast du das Geld für eine Lizenz schon? 2000. Ja, ja. Ich habe auch das Geld für einen Taucheranzug. Das ist nicht das Problem. Ich muss nur mal beim Bankautomat vorbei. Dann, ja, da vorne ist ja ein Bankautomat. Dann hol dir doch schnell eine Lizenz. So, Jungs, dann kaufen wir uns eine Tauchlizenz. Na komm. Diving License 2000. Und dann nehmen wir die Boating License auch gerade mit. Würde ich sagen. Jetzt muss ich mal gucken, was ich noch habe. 5. Müsste reichen. So. Dann hätten wir das. General Store. Wir brauchen ein. Tauchgerät. Taucherbrille. Bei. Jetzt habe ich ein Tauchgerät, aber irgendwie ist das kein Taucheranzug. Shit. Das war, glaube ich, nicht gut. Taucherbrille. Kann ich mir schon nicht mehr leisten. Das war nicht gut. Jetzt habe ich ein Tauchgerät, aber keine Taucherbrille. Super toll. Ich sag wieder mal, aber super genial, aber. Mensch, Mensch, Mensch. Wo ist der nächste Geldautomat? Bei der Straßenver. Nee, hier. Da ist der nächste Geldautomat. Dann müssen wir da hin. Geht nicht anders. Wie viel haben wir da? Bis hin? 200?
So, mein Freund, machst du ein Tänzchen oder was? Steh auf! Ah! Meine Kontakte. Oh. Ich würde dir helfen zu suchen, aber ich. Wo ist denn hier, blöder? Der Bankautomat war hier doch einer. Hier, dahin. Okay, danke. Da vorne. Ja, schönen guten Tag. Dich habe ich heute auch schon angesprochen. Aber du hast mir nicht geantwortet. So. Nur, dass du es weißt. Da war ich in diesem Moment wahrscheinlich AFK. Was gibt's denn? Nö, hat sich schon erledigt. Bin ich bei dir noch auf irgendeine Liste als Autoknacker? Quattro? Oh. Ja, hörst du mich? Nee, er hört mich nicht. So, jetzt hörst du mich wieder, gell? Du hörst mich? Ja, ich höre dich jetzt. Oh, ah, okay. Bin ich bei dir auf irgendeiner Liste als Autoknacker? Einen Moment. Nein, sind sie nicht. Das ist gut, dann haben sie mich runtergenommen. Ich habe mit dem Plechi gesprochen da. Die haben mich hier hinten umgebracht, da hat mein Quad gestanden. Ich soll's mir knacken. Und er wollte euch Bescheid sagen. Dann hat er das ja gemacht. Cool. Na, das wurde schon längst geklärt, das ist alles okay. Ich entschuldige mich, ich war da wahrscheinlich in diesem Moment AFK oder... Ja, Herrgott. Essen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war ich da in dem Moment nicht da, sonst hätte ich ihn auf jeden Fall geantwortet. Ja, kein Problem, kein Problem. Yeah. Kein Ding, ich hab mir, Gut, alles klar. Dank dir. So, was brauche ich noch an Geld? Wie viel haben mir gefehlt? Ich würde sagen, ich nehme nochmal... Ich muss ja dann auch noch einen Taucheranzug, brauche ich auch noch. Den kriege ich ja da nicht. Oder? Ah, ich hole mir nochmal 5. Komm, nochmal 5. Withdrawer. Das muss aber jetzt reichen. So, dann lass mich mal gucken. Ich brauche... Einkaufszentrum erstmal und dann runter zur Boutique und dann von da aus... Ne? Ja, es ist schon entspannt, ne? Es ist schon entspannt, wenn man sich da nicht Gedanken machen muss, habe ich irgendwas einstecken, was ich nicht einstecken darf? Bin ich zu schnell gefahren? Weiß der Kuckuck, was sonst noch alles ist? Ist schon cool, wenn man da einfach cool bleiben kann, ne? Hier, Kollege, was willst du von mir? Alles im grünen Bereich oder was? How do you do tomorrow 5? Let me go to Matador oder was? Könnte man ja machen, ne? Sag mal, was, Taucherbrille. Bitte, danke. So, ich habe ein Tauchgerät und eine Taucherbrille. Ist doch schon mal schön. Wie setze ich die denn auf? Wo ist die denn? Wie mache ich denn? Was tue ich denn? Hallo? Klaus? Wo ist meine Taucherbrille? Ah, da, Taucherbrille. Cool. Habe ich quasi noch über dem Nachtsichtgerät an. Das finde ich cool. So, dann mal schnell zur Boutique noch und dann wird der andere da unten auch schon wieder warten, denke ich. Glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. So, 213 in die Richtung. Ah, da laufen wir doch wieder hier durch. So. Dann will ich mal gucken, wie mir so eine Taucherausrüstung steht. Surfing on land. Ja, yeah, jetzt mach mich aber bitte nicht fertig, Schwimmer. Das gibt's doch nicht. Hier gibt's keinen Taucheranzug. Ich krieg einfach einen Koller. Hör auf zu huben jetzt da draußen. Hub doch nicht da mal herum, hör auf zu huben. Mann. Oh, er hat das Schild umgefahren. Gibt's doch gar nicht. Jetzt bin ich aber sauer. Wo ist denn jetzt mein Taucheranzug? Ich habe doch gerade einen gekauft. Ich habe doch eben gerade einen... Wow. Ich habe doch eben gerade eine Tauchausrüstung gekauft. Tauchgerät. Ups. Tauchgerät. Ja, Tauchgerät habe ich, aber kein Taucheranzug. Ach, egal. Fahren wir mal so. Gehen wir mal so. Wo muss ich hin? Runter zum Fischmarkt. Genau.
wo mein Hunter Quad steht. Da unten, genau. Da müssen wir hin. Und wenn nicht, müssen wir den Kollegen nochmal fragen. Vielleicht fahren wir nochmal schnell mit raus. 2-3 Fische vielleicht für heute noch. Und dann sollte es das auch schon langsam gewesen sein, Freunde. Ne? Wir könnten auch eigentlich morgen einfach wieder gucken, wie wir hier weitermachen. So machen wir es auch. Henrik Yusuf Quattro wurde getötet. Versteht ihr das? Ich nicht. Nichts mehr da. Ich krieg einen Koller. Den habe ich noch. Mein Schlüssel habe ich noch. Das ist cool. Vielleicht liegt da noch ein bisschen was von mir rum. Denn ich bin ja hier. Hey, sorry, aber das ist mein Zeug. Hallo, hallo, lass es bitte liegen. Danke. Ich bin gerade... Warte, ich habe die Kohle schon aufgehoben. Ich gebe es dir. Warte. Das wäre cool. Frag mich, warum ich jetzt tot umgefallen bin, als ich die Straße überquert habe. Also ein Auto kam nicht. Ich kapier's nicht, aber egal. Das ist die Kohle gewesen, die ich aufgehoben habe. Das ist lieb, danke dir. Was sein kann, ist, durch Desync sieht man oft Fahrzeuge nicht. Man hört sie zumindest. Hast du was gehört, dass ein Fahrzeug fährt? Gute Frage. Ja, hab ich. Aber dann, ich habe gar nichts gesehen. Ich habe auch keinen Leck gesehen. Manchmal passiert es, den siehst du gar nicht. Der ist weit weg, taucht nochmal kurz auf, verschwindet und dann bist du schon überfahren. Okay. Da ist vorhin nämlich ein Polizeihunter, die da hinten stehen, gerade reingefahren. Da kann es sein, dass die dich nicht gesehen haben und du ihn nicht. Das ist leider das Problem bei Desync. War sicher keine Absicht von denen oder so. Ja, das war schon das zweite Mal innerhalb von 2 Stunden, dass ich einfach umfall. Aber egal, hier kriegen wir schon. Hier immer Kopf hoch. Am besten immer so gehen, irgendwo neben einer Mauer oder so, weil da fahren sie nicht zu. Ja, ich danke dir. Könnte ich mal die Wasserflasche hier haben? So, das würde also bedeuten, 13 plus 4, weniger das, was wir hatten. Also sprich, die ganze Taucherausrüstung, den ganzen Mist, alles, was wir eben gekauft haben, alles weg. Inklusive Night Googles und weiß der Kuckuck, was wir da noch alles hatten. Wo ist unser Kollege? Hier. Ei. Wo bist denn du? Ich bin schon wieder gestorben. Da hinten auf der Kreuzung, weißt du wie? Irgendwie, zack, der Kollege, hier war gerade einer, der hat dann mein Zeug aufgehoben, hat mir es aber schön wiedergegeben, auch mein Geld und so. Also nicht alles. Taucherbrille, Tauchgerät, alles weg. Wo hast du das gekauft? Bitte? Hast du das gekauft? Wo habe ich das gekauft? Ja, das gibt's doch nur dahin, oder? Bei den Händen oder hinten? Nein, beim Händler, beim Einkaufscenter habe ich die Taucherbrille gekauft und das Tauchgerät. Und, ja gut, die Diving License, die habe ich noch. Das ist alles in Ordnung. Dann hast du noch 2000 für 2500 einstecken. Ja. Dann komm mit. Rucksack ist auch weg. Antaki! Ja,
Scheiße, ich drücke an der Runde falsche Knopf, ich denke, wir sind im Teamspeak. Kannst du mir deine Klamotte in den Rucksack stecken? Ja. Weiter. Anzug kaufe da vorne, sonst wären die Klamotten weg gewesen, wenn du die jetzt gekauft hättest. Und da du keinen Rucksack selbst hast. Ja, der könnte ja jetzt auch ruhig einen Taucherbrill hier anbieten, ne? Bietet er nur einen Tauchanzug an. Ach, toll. Ich drücke an der ohne falsche Knopf. Der bietet auch Taucherbrillen an, Quattro. Ach, stimmt, da unten ist ein... Ja, fürs Tauchgerät reicht's nicht, aber die Brille habe ich. Doch, langt auch. So. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war der vierte Teil von Altis Live Let's Play. Ja, wir wollen zwar jetzt nochmal rausfahren, aber es wird nichts mehr bringen, denn leider Gottes wird der Server gleich runtergefahren und das engt uns ein bisschen ein. Ich wollte euch aber noch was sagen zum Thema Parken von Schiffen und von Autos. Also nur kaufen, das ist wichtig. In die Garage fahren müsst ihr da vorher nicht. Sobald der Server neu gestartet wird, habt ihr eure Autos, wenn ihr denn den Schlüssel habt, in eurer Garage stehen und könnt den dort auslösen. Wie gesagt, das verhält sich mit dem Boot genauso wie mit den Autos, nur dass der Bootshändler gleichzeitig auch die Garage ist. Tja, und von hier aus würde ich sagen, es hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Teilweise chaotisch gelaufen, muss man wirklich sagen. Ich habe geschwitzt beim Zusammenschneiden, das könnt ihr euch vorstellen. Das waren knapp 2,x Stunden. Und naja, was soll ich sagen? Ich würde sagen... Schwimmt sicher, lasst euch nicht von der Polizei einfangen, schon gar nicht auf dem Wasser. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Bis dann, macht's gut.